Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar möchte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Archäologiekisten und zwar wollen wir da einmal ein Rezept rausziehen, die Fiole der Sande. Da hatte ich ja schon die ein oder andere Kiste in den letzten Videos geöffnet und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, ob ich diesmal ein bisschen mehr Glück habe. Diesmal habe ich wieder wie die letzten Male mir 50 restaurierte Artefakte zusammengefarmt. Die kriegt man, wenn man aus verschiedenen Expansions Archäologie-Fragmente zusammensetzt und quasi bei jedem zusammengesetzten kriegt man eine Kiste raus. Wir wollen jetzt hier bei dem Händler in Boralos einmal die richtigen Fragmente kaufen und zwar hier Archäologie-Fragmente der Tolvir. Und wie ihr schon schön bei meinem Addon gesehen habt, kriegen wir da einmal ein Item raus und zwar eine Kanofe. Die können wir nämlich herstellen, wenn wir ein bisschen Glück haben. Und aus dieser Kanofe kann dann wiederum das Rezept rauskommen. Ich habe diesmal das mal nachgeguckt und zwar ist es anscheinend so, dass aus der Kanofe das Eichi-Rezept eine 2%ige Dropchance hat. Ist jetzt nicht sonderlich hoch, wenn ihr überlegt, wie dass ich erstmal eine Chance haben muss, dass ich die Kanofe kriege und dann wiederum das Rezept rauszubekommen. Aber anscheinend können das Rezept nur Eichis rausziehen. Heißt, wahrscheinlich ist die Dropchance von 2% nicht ganz richtig, sondern die ist ein bisschen höher, weil natürlich haben das bestimmt auch Leute gemacht, die nicht unbedingt jetzt Eichi sind und dementsprechend ist dann die Dropchance ein bisschen verbessert. So, ich habe das letzte Mal ja einiges aufgemacht und da war gar keine Kanofe dabei durch die Relikte, aber diesmal haben wir gleich das erste Item, seht ihr, diese Kanofe. Und jetzt machen wir hier mal ein paar Relikte auf. Sonderlich viel ist da ehrlich gesagt immer nicht drin, ne? Du kriegst halt immer so viel etwa raus, wie wenn du ein Ding auf dem Boden aufmachst, was man bei Archäologie ja quasi dann abbauen kann in so einem Gebiet. Aber bevor ich jetzt dann im Kalendor rumtiger und dann Zwergendinge abbau, Nachtelfen, Geschichten und irgendwann mal eine Chance habe in Uldum, das ist nämlich das einzige Gebiet, wo man dementsprechend diese Tolvir-Fragmente kriegen kann, meine Note krieg, baue ich lieber in einer anderen Expansion das Ganze ab und schaue dann dementsprechend, dass ich die hier umtausche. Ne? Das geht meiner Meinung nach nämlich ein Ticken schneller. Wir haben sogar gleich noch eine Kanofe als zweites. Komm, können wir gleich zwei herstellen? Okay. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal ein paar Sachen und dann machen wir die Kanofen auf. Vielleicht kriege ich ja noch eine dritte. Oder auch nicht. Na komm, gib mir noch eine. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Das ist halt ein bisschen random, was man halt hier... Ah, interner Taschenfehler, perfekt. Ich hoffe, die Dinger sind dann nicht weg, ne? Wenn es dann einen internen Taschenfehler gibt. Ich mache das teilweise zu schnell, dass ich das Zeug hier anklicke. So, ein Relikt haben wir keins mehr. Jetzt schauen wir mal. Oh, noch eine dritte Kanofe. Na komm, diesmal wird es da drin sein. Sandburg. Nummer 1. Oh no. Oh no. Da war nichts drin. Nummer 2. Oh nein, bitte, ich will nicht noch mehr Archäologie machen. Gib mir das Rezept. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Wisst ihr, wie lange es immer dauert, diese 50 Relikte zusammen zu farmen? Das ist schon ein bisschen eine Zeit. Ja gut, jetzt wie viel habe ich zusammen? Ich glaube 250 Dinger habe ich jetzt ausgebuddelt. Ja. War mal wieder unlucky hier unterwegs. Bis ich das Rezept kriege, wird es anscheinend noch ein bisschen länger dauern. Ich würde sagen, ich tiger nochmal los, hol mir nochmal ein paar Relikte und sobald ich wieder genug habe, melde ich mich an der Stelle wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.